Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei uns im Körperforum. Mein Name ist Bernd Martin und ich leite den Verlag der Körperstiftung. Wir freuen uns sehr über dieses große Interesse und dass unser Saal heute wieder so voll ist, an diesem 1. Oktober, an dem es gleich mehrere Gründe, gute Gründe für diese heutige Veranstaltung gibt. Nämlich heute ist der Internationale Tag für ältere Menschen. Es ist der Tag der Stiftungen, der 1. Oktober. Und es ist natürlich der Tag, an dem wir das Erscheinen eines neuen Buches der Edition Körper feiern wollen. Und zwar das des Journalisten und ehemaligen Spiegel-Redakteurs Dieter Bittnatz. Es heißt, auch das wissen Sie bereits, zu jung für alt, vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben. Ein Thema, das die einen freut, die anderen eher schreckt. Auf jeden Fall die Frage aufwirft, wie gestaltet man eigentlich den Übergang in die Rente? Endlich Zeit für Reisen, Enkel und Hobbys? Was tun, wenn man nach dem Arbeitsleben noch viele Jahre, manchmal mehr als ein Jahrzehnt vor sich hat, das Sofa und der Garten, aber bei weitem nicht ausreichen, um die freie Zeit sinnvoll zu gestalten? Fragen, die sich auch unser heutiger Gast gestellt hat, als ihm sein damaliger Arbeitgeber die neuen Vorruhestandsmodelle des Hauses vorstellte. Aufhören zu schreiben? Warum nur? Und vor allem, was dann? Was liegt also für den Journalisten und erfolgreichen Buchautor näher, als gründlich zu recherchieren und ein Buch darüber zu schreiben? Über das Gefühl, noch nicht reif für den Ruhestand zu sein? Über das, was dann noch kommen kann, wenn die Erwerbstätigkeit endet, über Rententypen, Engagementbörsen und Senior Partnership. Für uns im Verlag ist die Buchpremiere immer ein besonderes Ereignis, denn sie stellt so etwas dar wie den Schlusspunkt einer langen und intensiven Zusammenarbeit mit dem Autor am Thema und an seinem Text. Und im Falle von Dieter Bittnatz müssen wir bis ins Jahr 2015, genau im März 2015, zurückgehen. Denn damals stellte er hier im Körperforum an dieser Stelle das Buch eines anderen Editionsautoren vor. Herrschaft über Syrien hieß es und hatte der Nahost-Experte Daniel Gerlach für uns damals geschrieben. Dass sich Daniel Gerlach damals Dieter Bittnatz als Moderator wünschte, verwunderte nicht. Über 30 Jahre war Dieter Bittnatz politischer Redakteur beim Spiegel und interviewte vor allem zahlreiche Staats- und Regierungschefs des Nahen Osten, wie zum Beispiel den ägyptischen Staatschef Sisi und die iranischen Präsidenten Rafsanjani und Ahmadinejad. Vor allem aber sein Interview mit dem syrischen Diktator Bashar al-Assad 2013 hatte für internationales Aufsehen gesorgt. Als sich Dieter Bittnatz ein halbes Jahr später wieder bei mir meldete, ging es zwar auch um ein Buch, aber nicht um den Nahen Osten, sondern um den nahenden Ruhestand. Ein Thema, über das wir mit unseren Kolleginnen für ein Buch in der Edition Körper immer wieder beraten hatten. Das folgende Jahr über besuchten wir uns gegenseitig an der Erikusspitze und an Cavida, um auszuloten, wie ein solches Buch aussehen könnte. Nicht zu erzählerisch, ein Sachbuch natürlich, kein Ratgeber, aber mit vielen Fakten und Infos rund um das Thema. Ein Buch, das dadurch überzeugt, dass der Autor das, worüber er schreibt, gerade selbst erlebt. Was in der Entwicklungsphase länger gedauert hat, ging dann in der Realisierung ziemlich schnell. Im Nu war das Buch dann geschrieben, zumindest kam mir so vor. Auch das Lektorat war schnell erledigt, denn schon nach wenigen Seiten beim Lesen war klar, schreiben, das kann er. Nun ist sein Buch letzte Woche erschienen und ich freue mich sehr, dass er es heute hier vorstellt. Herzlich willkommen, Dieter Bittnatz. Und für einen gelungenen Abend gilt, keine Veranstaltung ohne eine gute Moderatorin. Durch den heutigen Abend wird uns meine Kollegin Karin Heist führen, die vielen von Ihnen bereits bekannt ist. Sie ist Leiterin der bundesweiten Demografieprojekte der Körperstiftung und beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen des demografischen Wandels. Und viele der Gesprächspartner, Altersforscher wie Rentenexperten, die Sie im Buch wiederfinden werden, waren bereits Ihre Gäste und Referenten auch hier im Körperforum.
Es ist daher auch kein Zufall, dass Sie und Susanne Kutz, die Leiterin des Haus im Park ist, die heute auch hier in der ersten Reihe sitzt, in den vergangenen Wochen ein neues Projekt der Körberstiftung ins Leben gerufen haben, den Zugabepreis. Nächstes Jahr, wenn die Körberstiftung 60 Jahre alt wird, wollen wir mit diesem Preis erstmals soziale Gründerinnen und Gründer 60+ auszeichnen. Das sind Menschen älter als 60 Jahre, die mit sozialem Gründergeist Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit finden und dafür eine Organisation aufbauen. Denn so sind wir uns sicher, Innovation und sozialer Gründergeist sind kein Privileg der jüngeren Generation. Wer mehr dazu erfahren möchte, der findet weitere Informationen auf unserer Homepage. Und ich bin sicher, dass Karin Heist und Susanne Kutz gern die ein oder andere Frage gleich am Anschluss an die Veranstaltung gern beantworten. Bevor ich die beiden nun aufs Podium bitte, noch zwei kurze Bemerkungen. Wie immer bei Buchpremieren können Sie das Buch selbstverständlich an unserem Büchertisch beim Ausgang kaufen und Dieter Bettnatz wird es Ihnen sehr gern signieren. Und natürlich laden wir Sie wie immer sehr herzlich auf ein Glas Wasser oder Wein im Anschluss ein. Doch nun mache ich die Bühne frei für unsere Gäste und wünsche uns einen anregenden Abend. Vielen Dank. Ja, guten Abend auch von uns beiden und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen hier vorstellen, den Mann vom Plakat, Dieter Bettnatz, Journalist und Autor. Ich habe diesen Abend, Herr Bettnatz, mit Freude, aber auch mit einer gewissen Spannung erwartet, denn ich habe auf Ihrer Homepage einen schönen Satz gefunden, der heißt, Lesungen sollten mehr sein als das bloße Vorlesen aus dem eigenen Oeuvre. Sie sollten die Menschen wirklich gut unterhalten. Wenn das auch für moderierte Buchpräsentationen gilt, dann sind wir jetzt beide in der Pflicht. Aber Sie hatten ja einen sehr guten Rat an mich im Vorgespräch. Sie haben gesagt, reden wir doch einfach über mich. Ich habe mich dann entschieden, den Rat anzunehmen. Erstens weiß ich, es wird dann keine Gesprächspausen geben. Und zweitens haben Sie wirklich ein Buch geschrieben, das als großes Lob vorweg, das sehr persönlich ist, das tatsächlich Ihren womöglich mühsamen Weg ins Älterwerden oder in die Akzeptanz dessen beschreibt. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, über Sie zu sprechen. Genau. Dieses Thema Alter, das schreiben Sie auch im Buch in den Worten von Martin Walzer, das hat Sie sensationell unvorbereitet erwischt. Es gibt zwei Schockmomente in Herrn Bettnatzens Leben, die werden wir uns gleich nochmal vornehmen. Erstmal möchte ich aber das Buch sozusagen lebensgeschichtlich einbetten. Es ist nicht das erste Buch, das Sie über einen markanten Übergang im Leben geschrieben haben. Sie haben das erste vorgelegt über Leben an der Wickelfront. Sie wurden später Vater. Die Kinder, die Familie ist auch hier. Herzlich willkommen. Auf, hier, Fanny, Lilly, Rosa. Ah, hier einmal hoch. Sie sind so zurückhaltend wie die Mutter. Ich bitte um Entschuldigung. Ganz anders. Naja, Sie können sich das denken. Wir haben versprochen, dass wir Ihnen gute Unterhaltung liefern. Genau, das wollen wir einlösen. Aber wir sind sozusagen von der Wickelfront jetzt direkt ins Alter gekommen. Wie kommt es? Also wir haben es gehört, hat ein Kollege gesagt, wahrscheinlich als deutscher Journalist die meisten Demagogen weltweit interviewt. Aber wie kommt es, dass Sie dann bei den Büchern so ganz andere Themen anpacken? Warum die Übergänge, die Wendepunkte im Leben? Naja, also das mit den anderen Büchern hat damit zu tun, dass wenn man sich 10-12 Stunden am Tag und oft auch länger mit Nahost beschäftigt, man sich fragt, soll ich jetzt die 40. Arafat-Biografie schreiben? Und das hat mich wirklich nie interessiert. Ich war für den Spiegel, den ich den Großteil meines Lebens mit verbracht habe und gearbeitet habe und der mir auch sehr am Herzen liegt, dafür habe ich wirklich sehr intensiv gearbeitet. Aber dann wollte ich in der Zeit, die noch blieb und die mir Esther und dann hinterher auch die Kinder noch gelassen haben, was anderes machen. Und es war bei der Wickelfront so, dass ich in der mir eigenen offenen Art, und das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass ich in dem Sinn über mich rede, dass ich Belanglosigkeiten sagen möchte. Aber Esther und ich sind später Eltern, das war kein einfacher Weg zu den Kindern. Und wenn ich das angesprochen habe, hier so auf kleinen Get-togethers mit Freunden oder beim Drink, dann sagten die, nein, bei uns ist alles gar kein Problem und überhaupt nicht. Und hinterher wurden wir dann beiseite gezupft, da
zu welchem Arzt geht ihr denn? Wer hilft euch denn? So. Und dann sagte eine liebe Freundin aus dem Verlagswesen, sag mal Dieter, es gibt wenige, die sich inhaltlich so damit beschäftigen, auseinandergesetzt haben. Es gibt wenige, die darüber so schreiben könnten wie du. Und du hast so eine Offenheit und Ehrlichkeit, die manchmal etwas überraschend ist, das gebe ich ja zu, aber die manchmal auch sehr erlösend ist, weil man denkt, okay, wenn der darüber spricht, wenn der das Thema aufgreift und sich nicht schämt, das zu thematisieren, dann können vielleicht auch wir was zu dem Thema sagen. Dann können wir vielleicht auch die Hand recken und sagen, ja, auch wir haben damit zu kämpfen, mit diesem oder jenem Problem. Und so entstand dann das Buch Überleben an der Wickelfront. Das auch das genau 10 Jahre. Wahrscheinlich kommt Ihnen der Titel auch deshalb bekannt vor. Also das hat die Regina Ziegler verfilmt und Uwe Ochsenknecht hat den Dieter gespielt. Und der hat nun gar nichts mit mir so äußerlich zu tun. Aber der Uwe Ochsenknecht hat diese Rolle des, sag ich mal, sympathischen Losers sehr gut ausgefüllt. Und deshalb habe ich auch in meinen Interviews gesagt, der Uwe ist der wahre Dieter. Und so entstand dieses Buch Überleben an der Wickelfront, was eben auch ein Sachbuch ist, aber auch ein erzählendes Sachbuch, wo es um die Thematiken geht, was bedeutet das, später Eltern zu werden, wie lang, wie weit ist der weite Weg zum Kind. Und was ich ganz rührend finde, und da möchte ich mich nochmal bedanken bei Bernd Martin, bei Frau Kutz, bei Frau Heist, bei Frau Schulz, die hier auch sitzt und der auch da hinten steht, sie da hat alles aus der Edition, Körbe. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei diesem ganzen Team von Körbe und der Edition, denn dieses Cover hat ein ganz bekannter Karikaturist gemacht, Dirk Schmidt, und es gibt ein zweites Buch, auf das wir gleich noch einen Satz verwenden können, das auch Dirk Schmidt gemacht hat, und die Körbe Stiftung hat gesagt, auch wenn Dirk Schmidt ein teurer Junge ist, das investieren wir. Das soll sozusagen die Trilogie sein, wo die Bettnerz-Geschichte hier relativ sachbuchgetreu, hier relativ sachbuchgetreu, hier sehr fiktiv, wenn wir darüber gleich noch ein Wort verlieren wollen. Aber das ist die Bettnerz-Trilogie mit 3 Covern aus einer Hand von Dirk Schmidt. Und der hat so diesen Tick, Sachen sehr auf den Punkt zu bringen. Also man hat Sympathie mit dem späten Vater. Und man hat auch hier die Alten, die man so sieht und wo man sagt, nein, es ist nicht das übliche Bild, wo wir jetzt was Graues drauf machen, wo wir die Insignien des Alters drauf machen, sondern es wird angetippt, aber es wird auf eine sehr heitere Art angetippt. Es sind, wenn Sie sich das vorhin angeschaut haben, richtig, richtig gehend Raketenmänner, die da auf dem Cover sind. Wir finden, dass sich die Ausgabe gelohnt hat, dass es von allen das schönste Cover ist und vielleicht ist es jetzt auch eine Vorlage, um auf dieses Buch, die Nummer 3 in der Trilogie, auch zu sprechen zu kommen. Sie schreiben in dem Buch, das finde ich auch eine sehr schöne, sehr persönliche Stelle, dass es 3 große Glücksfälle in Ihrem Leben gab. Das erste ist, dass Sie Ihre Frau kennengelernt haben, das nächste seid ihr, die Geburten der 3 Töchter und das große Glück Nummer 1, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, das jährt sich heute nämlich auch. Am 1. Oktober 81, also vor genau 37 Jahren, kam ein Anruf vom Spiegel an den jungen Dieter Bettnerz. Wir haben gehört, Sie sind auf dem Markt. Und ich war gar nicht auf dem Markt. Ich war im Auto, also von daher. Er ist aber sozusagen ziemlich schnell dann nach Hamburg gekommen und ist dort auch geblieben. Und wenn die Zeiträume beschrieben werden, dann ist das, glaube ich, schon auch nachvollziehbar. Oder das wird im Buch auch sehr deutlich. Sie sind der Familienmensch. Die Identifikation ist riesig, aber die Identifikation mit der Arbeit, diese beiden sind eindeutig die Folie, auf der sie ein Leben lang unterwegs waren und auch die Folie für die beiden Schockerlebnisse, die schon erwähnten. Das Alter hat 2-mal angeklopft. Das erste hat Bernd Martin gerade schon angesprochen. Sie werden zur Chefredaktion gebeten, ein Perspektivgespräch wird angekündigt. Und dann fällt da so ein böses Wort. Mögen Sie uns da mehr erzählen. Ich will Sie ein bisschen korrigieren. Das eine war, dass ich eigentlich gesagt habe, Klaus, das war der damalige Chefredakteur des Spiegel und auch noch Chefredakteur des Spiegel, Klaus Brinkbäumer. Mensch, Klaus, lass uns doch mal wieder darüber reden, wie es weitergeht. Und Klaus Brinkbäumer ist wirklich ein sehr geschätzter und lieber Kollege von mir, also nicht die Cheffigur, wo man jetzt denkt, da geht ein zitternder, schlotternder Bettnerz hin. Und wir haben uns sehr gut und lange unterhalten, viel über die gemeinsamen Reisen, auch ein paar aktuelle Themen. Und dann hat der Klaus das gemacht, was man einfach machen muss, dass man nämlich in dem Moment, wo eine Firma dieses Vorruhestandsmodell allgemein einführt, auch wirklich alle darauf anspricht.
Und das hat er bei einigen gemacht und bei anderen haben es andere gemacht. Und insofern war das sehr freundlich und auch eine Ehre, dass der Chefredakteur selber einen drauf anspricht und hat das auch sehr elegant am Ende des Gespräches gemacht. Aber es ist natürlich eine besondere Situation, wenn jemand sagt, Mensch, guck dir doch mal, by the way, unser Vorruhestandsprogramm an. So hellhörig und so sensibel bin ich doch, dass ich dieses Zeichen verstanden habe. Und das war schon etwas, wo man dann innehält und sagt, aha, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, welche anderen Positionen du bekleiden kannst. Und gestern war man noch derjenige, der den Spiegel retten wollte und die ganze Welt gleich mit. Und jetzt ist man derjenige, der sich Gedanken macht, wie ernst muss ich diesen Hinweis nehmen und kommt das überhaupt für mich in Frage? Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich auch auf den Lesereisen und den Diskussionsveranstaltungen dazu thematisieren möchte, dass man sich dafür öffnen muss. Und das ist mir selber auch nicht leicht gefallen. Auch darum geht es in dem Buch, dass das schwer ist, das hinzunehmen, nicht beleidigt zu sein, nicht gekränkt zu sein, nicht die Tür zu knallen, nicht zu sagen, mit dem Blödmann spreche ich nicht wieder, sondern sich wirklich zu öffnen und zu sagen, in Ordnung, jetzt das hast du so einen Punkt erreicht. Und dann kommt der zweite Punkt. Genau, das zwei. Also wir verfolgen sozusagen Ihre eigene Chronologie. Das Buch ist natürlich ist es ein hervorragender Schreiber, dramaturgisch sehr geschickt aufgebaut. Und vom Gespräch schreiben Sie, fand diesen Satz wunderbar in Ihrem ersten Kapitel, das Gespräch, das Sie gerade geschildert haben. Da bin ich der wichtigste Mitarbeiter der größten Firma aller Zeiten, wollte, wie Sie es gerade sagen, gestern auch die Welt retten. Und heute stehe ich vor der Ausmusterung, zu alt, zu teuer, zu unflexibel. Also das Verständnis, das Sie jetzt in der Retrospektive wiedergeben, hat Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann kommt das Zweite. Sie haben gesagt, das war jetzt etwa vor einem Jahr, Schlüsselerlebnis im Europapark Rust, wohin Sie mit der Familie gefahren waren. In meiner baden-württembergischen Heimat, ein sehr schöner, besuchenswerter Vergnügungspark. Und da haben wir uns beide gedacht, sollte jetzt vielleicht mal ein O-Ton kommen. Mögen Sie lesen, Herr Bettner? Ja, sehr gerne. Ich hatte heute Nachmittag eine Leseprobe mit Lilly. Die hat gesagt, ja, jetzt gerade verbirgt hier, machen. Sie sehen das nicht. Ich muss dazu sagen, wenn Sie Verständnis dafür haben, das ist eine Lesung unter erschwerten Bedingungen und verschärfter Beobachtung. Es ist die Premiere dieses Buches, das erste Mal, dass ich auch wirklich laut vor Publikum darüber lese. Und hier vorne in der ersten Reihe, es verschlägt mir jetzt die Stimme, sitzt Esther Göttling, meine große Liebe, die ich wirklich ganz, ganz toll finde. Und die das alles so wirklich wunderbar mitgetragen hat, die auch diese Entwicklung mitgetragen hat. Denn dieses Buch, beim Roman würde man sagen, ist ein Entwicklungsroman, ist ein Buch, das eine Entwicklung zeigt. Es ist der Bettnarz, der damit konfrontiert wird zu Anfang von zwei Seiten. Die eine habe ich geschildert, die andere schildere ich jetzt gleich. Aus dem privaten Bereich, wenn Sie mit Alter konfrontiert werden. Und diese Konfrontation damit ist der Anfang. Und dann sehen Sie eigentlich, wie ich mich auf die Reise ins Alter mache. Und wie mir Leute Ratschläge geben, wie mich Leute warnen, wie ich Leute treffe, die selber schon gut damit umgegangen sind. Ich finde sehr schön, wie Sie und Ihre Frau hier gleich zu Beginn miteinander ins Gespräch kommen. Ja, lassen Sie uns doch mal lauschen. Das ist auch wichtig, dieser Hinweis, es geht jetzt auch gleich mit meiner Frau los. Die sich jetzt auch verbirgt, das sehen Sie auch nicht. Zunächst einmal möchte ich Ihnen meine Familie vorstellen. Jene vier Frauen, für die ich immer der junge Siegfried bleiben werde. Der Drachentöter, der nimmermüde Recke, der keine Niederlage kennt und damit auch kein Alter. Nur manchmal, so wie seinerzeit, in den Herbstferien, kommt mir der Verdacht, dass ich mir auch da etwas vormache. Die erste Woche der Herbstferien hatten unsere drei Töchter, die 12-jährigen Zwillinge Fanny und Lilly und ihre nur knapp 1,5 Jahre jüngere Schwester Rosa, brav in einer Sprachschule Englisch gelernt. Nun sollten sie mit einem Besuch im Europapark belohnt werden, einer im baden-württembergischen Rust aus dem Acker gestampften Mischung aus Disneyland und Riesenjahrmarkt. Damit wir uns nicht missverstehen, nein, wir sind nicht reich, wir sind auch nicht vermögend, wir sind, ich sag mal, gefühlter Mittelstand. Vielleicht einen Tick mehr in der oberen Hälfte, weil ich ja nun schon sehr früh zu einer renommierten Firma gekommen bin, die ihre Angestellten in guten Zeiten auch gut bezahlt hat und Esther als Juristin sogar einen richtig ordentlichen Beruf hat. Ja, ich fühle mich sogar trotz des einen oder anderen beruflichen Erfolgs eher als der sogenannte kleine Mann.
so wie es gemäß einer Umfrage der Mehrheit der deutschen Männer und auch Frauen nicht anders gehen soll. Allerdings hängt das angeblich weniger mit einem vermeintlich zu geringen Verdienst zusammen, als vielmehr mit dem Gefühl von Ohnmacht. Das Gefühl der Ohnmacht verstärkt sich im Alter, erst recht, wenn man plötzlich in der eigenen Familie als Senior stigmatisiert wird. Jetzt geht's los. Meine Frau leugnet jede Böswilligkeit. Aber Tatsache ist, dass sie mich an jenem mehr grauen als blauen Sonntagmorgen kurz vor dem Aufbruch in jenen Freizeitpark ermahnt hat. Und vergiss nicht, nach deinem Stück Kuchen zu fragen. Dazu reicht sie mir das Ticket und zeigt auf etwas Kleingedrucktes. Der Hinweis kam in ihrem so reizend süßlichen Ton, dass meine Tochter Lilly sofort die Boshaftigkeit herausgehört hat. Mamu, ärgere mir Papi nicht. Ergreift sie für mich Partei und schenkt mir ein, nimm es nicht so tragisch, Lächeln. Ach, meine Lilly, so empathisch wie der Vater. Ich schaue meine Frau an. Esther sieht wunderbar aus. Auch heute Abend wieder. Ich schaue meine Frau an. Esther sieht wunderbar aus. Ihre 51 Jahre sieht Mann ihr nicht an, nicht einmal der eigene. Selbst dann nicht, wenn er innerlich grollt, weil seine Frau sich gerade wieder mal über seinen neuen Status mokiert hat. Esther ist schon in ihr Jogging-Outfit geschlüpft, Leggings, Jacke, alles ganz dezent in Schwarz. So läuft sie seit Jahren in Hamburg um die Alster. Und jetzt will sie hinunter an den Rhein, während ich mit den Kindern von Achterbahn zu Achterbahn ziehen darf. Sieht ja aus, als wärst du schon Witwe, sage ich mit einem bemüht abschätzigen Blick. Es ist eine billige Retourkutsche, ich weiß. Und sie bringt mir gar nichts. Esther ist nicht nur Hamburgerin, sie ist Hanseatin. Beherrschung ist ihre Natur. Und sie ist Juristin, Prädikatsjuristin. Unerbittliches Nachsetzen ist ihre Stärke. Schau mal, säuselt sie und tippt auf das Ticket, das ich noch in der Hand halte. Du sparst jetzt richtig Geld. Über 6 Euro Altersrabatt. Was ist mit Kuchen? Fragt Fanny, die eine Minute älter ist als ihre Zwillingsschwester Lilly und gerne nachhakt. Ganz die Mutter, die Fanny. Nicht streiten, sagt Rosa. Ja, die kleine Rosa, ja, die hat meinen versöhnlichen Charakter. Sie ist fast 11 Jahre alt, wie sie gerne betont, um möglichst dicht an ihre beiden älteren Zwillingsschwestern heranzukommen, altersmäßig. Ich hingegen mache mich oft jünger, wenn ich Fragen nach dem Alter partout nicht umgehen kann. Mir rutscht dann ein 60 raus, obwohl ich Jahrgang 1956 bin. Wir streiten nicht, sage ich zu meiner Jüngsten, der Rosa, und schaue ihr in die Augen, um die Aufrichtigkeit meiner Worte zu betonen. Denn zumindest will ich nicht streiten. Esther zupft mir noch einmal die Eintrittskarte aus der Hand und zeigt sie den Kindern. Senioren ab 60 Jahren, liest sie vor. Das macht sie natürlich nicht, um mich als alten Mann vorzuführen. Gott bewahre, nein. Sondern weil sie als liebende Mutter die Nachfragen ihrer Kinder ernst nimmt und sie nicht unbeantwortet lassen will. Der Papa ist ja schon so alt, fügt sie erklärend hinzu, dass er die eine oder andere Vergünstigung jetzt bekommt. Pabo ist schon 61, sagt Fanny. Fanny, mein Augenstern, ist so korrekt. Das kann sie nicht von mir haben. Ja, das eine Jahr mehr bringt aber auch keine weiteren Vergünstigungen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, was Esther da gerade gesagt hat, ob sie da wirklich so bedauernd mit den Schultern gezuckt hat, wie sie es hinterher dargestellt hat. Aber was ist denn mit Kuchen, fragt Lilly. Hier steht nichts von Kuchen, sagt Fanny, die sich die Karte genau ansieht. Wollen wir jetzt nicht endlich mal gehen, frage ich und bemühe mich ganz entspannt zu klingeln. Das steht im Netz, erklärt meine Frau. Für Senioren, heißt es da, gibt es kostenlos ein leckeres Stück Blechkuchen im Schloss Balthasar. Da solltet ihr mit dem Papa vorbeigehen. Damit meine Frau nicht schon wieder das letzte Wort hat, zumindest diesmal nicht, sage ich, kommt Mädels, der Pack freut sich auf uns
und Mama, auf die wartet die Joggingstrecke unten am Rhein. Bevor meine Frau dann doch das allerletzte Wort behält, stürme ich hinaus zu Fanny, Lilly und Rosa, die hinüber zum Park zeigen, der nur wenige Gehminuten von unserem Apartment entfernt liegt. Die Achterbahnen fahren schon, rufen sie und zerren an mir. Selten war ich für die Ungeduld meiner Kinder dankbarer. Ja, liebes Publikum, wenn Sie jetzt schon begeistert sind, wie gesagt, das Buch ist käuflich. Im Europapark, müssen Sie sich vorstellen, folgen jetzt noch 45 Minuten anstehen für eine 60 Meter hohe Achterbahn. Der Autor denkt dann an den 90-jährigen George Bush Senior, der noch Fallschirm gesprungen ist. Ich lasse es mal offen, ob er Achterbahn fährt oder nicht. Dazu müsste man das Buch lesen. Aber was lebensgeschichtlich folgt, ist sozusagen eine sehr professionelle Reaktion auf diesen doppelten Altersschock. Sie fangen nämlich an, so wie Bernd Martin das beschrieben hat, als Journalist zu recherchieren. Sie wollen das Thema, das Sie da so unerwartet ereilt, durchdringen, verstehen. Und Sie legen, ja, Sie gehen richtig auf Reise. Sie nennen das meine Magical Mystery Tour, von der wir nicht wissen, wohin sie uns führen und wann sie zu Ende gehen wird. Eine Reise zum eigenen Alter und eine Reise zu vielen Experten. Sie fangen an, Sie gehen zur Rentenberatung. Ich glaube, das war ein Hamburger Kollege, der sogar im Publikum sitzt. Herr Reissig, der beste Rentenberater aller Zeiten. Was haben Sie bei Herrn Reissig denn erfahren? Naja, es ist ja so, dass man, ich bin Sternzeichen Jungfrau, also jemand, der sehr vorsichtig, umsichtig ist und drei Lebensversicherungen hat und der natürlich auch seine Rentenzahlung von Anfang an immer gemacht hat. Aber es ist ja ein Unterschied, ob Sie jahrelang immer diesen einen Brief da kriegen von einer Rentenversicherungsanstalt und den auch brav abheften oder ob Sie sich den plötzlich wirklich angucken und sagen, aha, jetzt wird's ernst. Der jetzt eine nicken sagt, sehr viele übrigens. Der eine wedelt mit dem Vorruhestand, die andere wedelt mit der Rentner- und Seniorenkarte und dem Kuchen vom Backblech. Und dann guckt man sich das näher an und der Spiegel, der wirklich ein sehr soziales und großzügiges Haus ist, hat auch gesagt, hier gibt es eine Rentenberatung, geht dahin, der berät neutral, dem vertrauen wir als Spiegel, dem können auch Sie als Redakteure und angehende Rentner vertrauen. Ja, und der Herr Reissig hat dann die Rechnung aufgemacht und hat dann eine Zahl genannt, die mich hat dreimal schlucken lassen, um sie zu erfahren. Sie haben dann gefragt, ob das die Zahl für eine Woche ist und haben dann erfahren, dass Rente monatlich ausbezahlt wird. Ja, Herr Reissig ist da auch sehr trockener Hamburger und hat gesagt, es wäre ihm neu, dass die Rente wöchentlich ausbezahlt wird. Also das war einfach der erste Schritt, wo man hingeht und das Finanzielle abklärt. Und was mir ganz wichtig ist, die Minute geben Sie mir, Frau, heißt, was mir ganz wichtig ist, ich glaube, wir hier bei Körber sind so, wie wir hier sitzen, eigentlich Leute, denen es vergleichsweise gut geht. Wir haben alle unsere Ups und Downs und wir haben alle unsere Unterschiede. Aber mit diesem Buch ist mir wichtig, auch die Leute anzusprechen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und mir ist auch ganz wichtig, an dieser Stelle klarzumachen, das eine ist, wo der Bettnarz schluckt, weil er denkt, dass das zu wenig ist, gemessen an dem Gehalt, das er jetzt bekommt. Wie soll man damit klarkommen? Drei Kinder, die jetzt 13 sind, da kommt die konsumorientierte Pubertät erst noch so. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass in diesem Buch auch die andere Seite beleuchtet wird, weil Körber eben auch eine ganzheitliche Stiftung ist, die sich auch um die andere Seite kümmert und nicht nur um die engen Freundeskreise. Und dass es auch für mich eine Entwicklung gewesen ist, sich das selber anzugucken, was trifft für mich, und sich dann auch selber zu korrigieren und zu justieren und sich selber zu verorten in dieser Gesellschaft. Und dann auch, letzter Satz dazu, ganz demütig wird und sagt, pass mal auf, das mag für dich jetzt in dem Moment bei Herrn Reissig so gewesen sein in der Woche, so. Aber dann wird einem deutlich, bei der Reise durch dieses Buch und zu diesem Buch und ins Alter hinein und all den Implikationen, die damit zu tun hat, dass es uns doch und auch mir persönlich verdammt gut geht. Und es ist mir wichtig, auch diese Demo zu zeigen und deutlich zu machen. Deshalb erlauben Sie mir diesen Satz dazu. Den habe ich erlaubt. Als Sie, ja, verdient bestimmt Applaus. Als Sie bei Herrn Reissig sitzen, ist es weniger die Demut als noch sozusagen das Gefühl, sozusagen jetzt totale Entsetzen über
die Erkenntnis, dass Rente zur Besitzstandswahrung nicht wirklich geeignet ist. Sie kriegen einen Kaffee angeboten und wollen dann lieber einen Schnaps, ob die Erkenntnis, und sagen den schönen Satz, noch ganz im Schock: Ich bin einer, dem Gehaltsabzüge und Rentenkürzungen drohen, der gelebt hat vom Glanz der Firma, dem sie die Visitenkarten wegnehmen werden, dem nichts bleiben wird von dem Einfluss seiner nicht völlig unbedeutenden Position. Mir droht das Ende, das Aus, das Nichts. Das war der Momenteindruck. Sie sind aber auf der Reise, Sie belassen es nicht dabei. Sie wollen zu neuer Einsicht gelangen, sehr erfolgreich, wie wir jetzt ja gehört haben. Und Sie gehen auf die Reise zu verschiedenen Wissenschaftlern, besuchen in der Tat Menschen, die wir, glaube ich, fast alle im Körperforum schon mal eingeladen hatten. Sie sind beim Psychologen Clemens Tesch-Römer, vor allem beim Deutschen Zentrum für Altersfragen. Sie besuchen die Soziologin Silke van Dijk an der Uni Jena und natürlich Andreas Kruse an der Uni Heidelberg. Und da liegt ja nochmal ein schöner Buchtitel von Ihnen, Schwer erleuchtet, ein Roman, den Sie geschrieben haben. Was hat denn die deutsche Alterswissenschaft zur Erleuchtung beigetragen, Herr Bettnerz? Also ich habe diese Leute mir bewusst ausgesucht und man muss dazu sagen, ich habe zwar sehr eng mit Körber kooperiert im Sinne des so Check and Balances, dass ich gesagt habe, Bernd, was hältst du davon? Oder Frau Heist, was halten Sie davon? Aber erstmal bin ich wirklich als der Suchende rangegangen, auch als der recherchierende Journalist, der geguckt hat, wer hat zu dem Alter was zu sagen und wie unterscheiden die sich? Weil ich möchte ja nicht mit 5 Leuten sprechen, die bei Körber ein- und ausgehen und alle 5 sagen das Gleiche. So, da ist ja kein Gewinn drin, sondern man sucht sich aus, wer steht wofür. Und Silke van Dijk in Jena zum Beispiel hat einen sehr kritischen Blick auf den Osten und was da mit Renten ist und mit dem Ungleichgewicht, das wir haben. Die hat einen sehr kritischen Blick darauf, was mit Leuten und Armut und Alter ist und wie Alter Armut potenziert. Wie man mit 30, 40 noch so über die Runden kommt und das ausgleichen kann. Aber plötzlich, wenn sie alt sind und diese Perspektive nicht mehr sehen, dann ist Alter und Armut wirklich potenzierend und wirklich bedrohlich. Und mit so jemandem zu sprechen, die das sehr abgewogen wissenschaftlich sagt, aber trotzdem deren Message ganz klar ist, war mir wichtig, deshalb ist die da drin. Andreas Kruse spricht von der Vielfalt des Alters mit einer Begeisterung. Wenn der eine Sekte aufmachen würde, da würden wir alle hinterherlaufen. So. Das ist Andreas Kruse, den ich wunderbar dafür schätze, dass er so spricht. Und Clemens Tesch-Römer ist vom Deutschen Zentrum für Altersfragen derjenige, der sich sehr viel um Statistik kümmert, um den Deutschen Alterssurvey. Aber das Interessante bei all diesen dreien ist, und da kommen noch 2, 3 andere zu im Laufe des Buches, im ersten Teil, wo die Experten gefragt werden, die haben alle ihre eigene Geschichte mit dem Alter. Jeder von denen hat etwas, wo er sagt, da bin ich selber mit konfrontiert worden. Und der Herr Schrömer ist sehr früh, sehr jung, ich glaube mit Mitte 40, damit konfrontiert worden, weil er nicht mehr gehört hat. Und er erzählt dann, sagt, plötzlich war ich der mit 40er, ich hoffe, ich bin da mit den Altern halbwegs richtig, mit den Jahreszahlen, bin derjenige, der sich fühlt wie ein alter Mann, weil ich nicht mehr hören kann. Das ist doch etwas, was ich mit 80 vielleicht erwartet habe, aber nicht mit Ende 40 oder Anfang 50. Und der dann sehr genau erzählt, wie solche Veränderungen plötzlich bei einem selber das Gefühl von Alter auslösen. Wie also die Umstände das Bewusstsein beeinflussen. Und das fand ich faszinierend. Und das war für mich ein ganz großer Gewinn dieser Reise. Nicht nur für Sie, dass ich es so aufschreiben wollte, sondern auch für mich zu sehen, dass da Menschen sprechen, die nicht nur für ihre Zahlen, Statistiken und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien sprechen, sondern die wirklich auch ihre eigene Erfahrung gemacht haben, selbst wenn sie nicht alt sind. Und zu lesen in einem Buch, wie Andreas Kruse, der Alterspapst, sich auf das eigene Alter vorbereitet, finde ich einfach spannend und hoffe ich, lockt Sie jetzt zum Kauf des Buches am Ende. Ja, also ermutigend auf jeden Fall. Andreas Kruse, der auch sagt, Alter ist immer lernfähig. Alter hat immer sozusagen auch in der letzten Phase, auch in der Hinfälligkeit, hat es Sinn, hat es Wert, gibt es die Möglichkeit, glücklich zu sein. Also es gibt nicht ein bin aktiv, dann ist es gut und dann danach ist irgendwas weniger wert. Sehr ermutigend. Sie sind bei Clemens Tesch-Römer. Sie nennen ihn den Erhebungsapostel der deutschen Altersforschung. Und Sie haben bei ihm sozusagen die Chance, aus seiner Forschung auch kennenzulernen, wie er unterschiedliche Übergänge beschreibt. Also er zeichnet Bilder von Menschen im Übergang.
Und daraus bitte ich Sie noch mal ein Stück zu lesen, weil das vielleicht auch sehr spannend ist für unser Publikum zu sehen, wo könnte ich denn, wenn ich noch jünger bin, mich irgendwo einsortieren oder wenn ich es schon erlebt habe im Nachhinein, wo wäre ich getroffen worden. Man muss dazu wissen, wenn wir jetzt gleich einsteigen, das Deutsche Zentrum für Altersfragen ist in Berlin. Sie stehen zunächst vorm Gebäude. Sie sehen, das ist ein Gründerzeitbau und Sie sind ja noch ganz niedergestreckt von den Erkenntnissen vorweg. Sie sagen, es ist ein alter Kasten, er ist in die Jahre gekommen und also beziehen es auf sich selbst und sagen, Alter ist einfach Zerfall. Und dann begegnen Sie Herrn Tesch Römer und kommen im Gespräch. Ja, man sollte vielleicht noch hinzufügen, wenn ich das darf, all diese Experten haben wirklich viele Stunden, also man kann immer von einem Vormittag sprechen, bei anderen war es der Nachmittag, hergegeben, um in diesem Buch mit dabei zu sein. Das hat ganz viel damit zu tun, dass das in der Edition Körper erschienen ist, weil die Körperstiftung bei diesen Leuten wirklich einen guten Ruf hat. Und ich bin sehr dankbar, mein letztes Buch ist bei Drömer Knauer erschienen, ein toller Verlag, ein Unterhaltungsdickschiff, wo ich sehr stolz darauf bin, dass die Schwer erleuchtet gedruckt haben. Aber dieses Buch ist genau hier richtig verankert bei der Edition Körber, weil die Türen offen waren, unabhängig jetzt von meinen schönen braunen Augen oder auch nicht, sondern das hat auch sehr viel mit Körber zu tun. Dafür auch vielen Dank an Körber. Aber dieses Lob geben wir auch wirklich gerne zurück. Sie sind genau der richtige Autor für unser Verlagsprogramm, in dem es natürlich auch noch ganz andere Alterstitel gibt. Also die Frage, die ich zum Beispiel an der Stelle, aus der ich jetzt lese, mit Clemens Tesch Römer an diesem Vormittag besprochen habe, an dieser Stelle war: Warum altern wir eigentlich über Nacht? Das ist ja so, dieser alte Spruch, ich bin völlig überrascht. Ne? Martin Walser, der sonst nicht dumm ist, guckt da dumm aus der Wäsche, als er morgens aufwacht und sich alt fühlt. So. Und auf diese Frage kommen wir nachher auch zu sprechen. Und jetzt beginne ich einfach mal mittendrin, weil wir gemeinsam das so ausgesucht haben und ganz schön finden. Den Umbruch vom Erwerbsleben zum Ruhestand erleben keineswegs alle gleich. Clemens Tesch Römer und sein Team beschreiben in einer ihrer vielen Veröffentlichungen drei Sichtweisen auf die Veränderung. Die meisten erleben den Übergang in den Ruhestand langfristig als neutrales Ereignis. Sie haben, Stichwort Age Awareness, im mittleren und späteren Erwachsenenalter die Zeichen der Zeit in Form von Einschränkungen, Einbußen und mal chronischen, mal nicht so chronischen Erkrankungen wahrgenommen und sind auf die für sie absehbare Umstellung vorbereitet. Der Wechsel ist, so Tesch Römer, kein entscheidendes Ereignis, sondern signalisiert gesundheitliche und soziale Veränderungen, die ohnehin stattfinden. Ich als Laie würde sagen, dass mal ein gesundes und bewusstes Altern sowas nennen kann. Ich finde das beneidenswert. Eine weitere Gruppe aber sieht den Übergang als Gewinn. Ihre oftmals sozial besser gestellten Mitglieder freuen sich, ihren stressigen Job los zu sein. Die Last und Verantwortung des Arbeitslebens fällt von der Person ab, zeitliche und hierarchische Zwänge verschwinden und die Person im Ruhestand hat die Möglichkeit, die vor ihr liegende Zeit selbstbestimmt zu gestalten, heißt es dazu in einer Veröffentlichung des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Nämlich neben jenen, die dank ordentlicher Einkünfte privat fürs Alter vorgesorgt haben und daher gut abgesichert sind, begrüßt den Ruhestand aber auch noch ein Teil unserer Bevölkerung, den ich in der Gruppe nicht vermutet hätte. Nämlich Arbeitslose oder Menschen mit schwer angeschlagener Gesundheit. Auch sie sehen den Wechsel in den Ruhestand als Gewinn. Kommt er doch für sie einem sozialen Aufstieg gleich? Endlich einfach nur Rentner sein. So wird der Ruhestand erst einmal zum Gewinn. Ist das Image des Rentners doch ganz offensichtlich noch immer besser als das des Arbeitslosen und Dauermaladen. Das Rentnerleben als das kleinere Stigma. Auch das gibt es. Und wenn ich das sagen darf, das waren für mich einfach tolle Erkenntnisse aus so einem Gespräch heraus, dass mir das wirklich bewusst geworden ist. Und dann gibt es noch Menschen mit einer dritten Sichtweise auf den Ruhestand. Sie betrachten den Übergang als Verlust, weil die Berufsrolle für sie ein tragendes Element der Identität war. Mit der Arbeit verlieren sie mehr
als nur eine oft gut bezahlte Beschäftigung. Sie verlieren auch den damit verbundenen Status und auch den Lebenssinn. Eindringlich mahnen die Experten des DZA, falls nach dem Übergang in Ruhestand keine alternativen Tätigkeitsfelder gefunden werden, ist die Gefahr der extremen Verlustempfindung noch höher. Die beiden ersten Gruppen mögen die Mehrheit der Ruheständler stellen. Aber dieser dritte Typus, das wäre ja ich. Und ich bin immer noch auf der Reise ins Alter und ich habe mich immer noch nicht entschieden, soll ich da aufhören in dem Laden und zu welchen Bedingungen, mit welchen Modellen. Also denke ich, meine Güte, dieser dritte Typus, das wärst ja du, das wäre ja ich, falls ich auf eines der Angebote meiner Chefs eingehen würde. Seit 35 Jahren diene ich nicht irgendeiner Firma, sondern betrachte sie als meine Welt. Ich bin stolz, dazu zu gehören. Ich verteidige den Betrieb auch in dunklen Stunden. Und ja, zugegeben, ich weiß auch den Glanz des großen Namens überaus zu schätzen, sonne mich gerne da drin. Den Status, das gute Gelb, das gebe ich doch nicht einfach vorzeitig her. Hey, ich doch nicht. Und schon gar nicht freiwillig. Aber was ist, wenn sie mich drängen? Was ist, wenn es nicht einfach so beim freundlichen Schau doch mal bleibt? Was dann? Da mich doch schon kränkt, dass sich meine Frau über meinen Seniorenstatus im Freizeitpark mokiert, da würde mich der Vorruhestand, ich meine, das würde mich doch killen. Seelisch. War die Entwicklung nicht zu erwarten, fragt Herr Schrömer. Ich zucke mit den Schultern. Er fährt fort. Natürlich war sie das, Herr Bettnerz. Aber Sie verdrängen das. Sie machen Ihren Job gerne. Sie sind ein Mann, fokussiert auf die Karriere, haben Ansehen, Einfluss. Da denkt man schnell, hey, ich bin für immer wichtig. Und dann trägt jemand so etwas wie den Vorruhestand in Sie heran. Und dann fühlen Sie sich alt über Nacht. Um von mir abzulenken, frage ich, ob Frauen der Übergang leichter fällt. Herr Schrömer, von dem ich inzwischen sicher bin, dass er auch ein richtig guter Therapeut geworden wäre, lächelt wissend. Nicht das Geschlecht macht den Unterschied, erklärt er, sondern die Rolle, die wir in der Lebensphase zuvor gespielt haben. War man allein auf den Beruf konzentriert und hat Familie sowie Freunde der Karriere untergeordnet? Okay. So machen es noch immer die meisten Männer, zunehmend aber auch die Frauen. Oder gab es ein Leben neben dem Beruf? War Mann gar Hausmann? Hat man nur halbtags gearbeitet, um sich der Erziehung der Kinder zu widmen? So handhaben es immer noch ein Großteil der Frauen. Die oft doppelte Belastung während der Arbeitszeit und Arbeitsjahre zahlt sich im Alter allerdings aus. Wer sich nicht nur auf die Arbeit fixiert und sich nicht allein über sie definiert, der pflegt auch Netzwerke jenseits des Jobs. Diese Beziehungen, Hobbys und Freizeitorientierung erleichtern ihm oder ihr dann auch den Übergang in den Ruhestand. Ich könnte jetzt einwerfen, dass ich nach der Geburt unserer Zwillinge ein Vaterschaftsjahr eingelegt und an der Wickelfront gedient habe, damit meine Frau ihre Kanzlei über Wasser halten kann. Aber aus den verabredeten 2 Stunden mit Herr Schrömer sind inzwischen schon über 3 geworden. Nun drängen auch ihnen langsam andere Termine. Wir müssen aufhören, in Etiketten wie alt und jung zu denken. Alter ist vielfältig, sagt Herr Schrömer im Tonfall eines unwiderruflichen Schlussworts, sagt er dann. Und vor allem, um erfolgreich altern zu können, müssen wir das Alter akzeptieren, mit all den Verlusten, die mit ihm einhergehen. Der Professor schüttelt noch einmal den Kopf, ich sehe ihn fragend an. Wir müssen jetzt eigentlich über Hochaltrigkeit reden, sagt Herr Schrömer. Über Demenz und Pflegebedürftigkeit und über die Frage, ob es ein gutes Leben in Pflegebedürftigkeit gibt und wie das denn aussehen könnte. Aber das, Herr Bettnerz, will unsere Gesellschaft nicht sehen. Das blenden wir völlig aus. Doch gerade vor dieser letzten Lebensphase dürfen wir die Augen nicht verschließen, wenn wir uns das Alter ansehen wollen. Herr Schrömer hebt die Hand, winkt ab. Er weiß, dass die Hochaltrigkeit ein ganz anderes Thema ist, dass sie ein eigenes Buch verdient. An der Tür zum Treppenhaus sagt der Professor dann noch,
Lieber Herr Bednarz, sehen Sie genau hin. Sehen Sie genau hin, weiten Sie Ihren Blick. Dann erkennen Sie auch die Vielfalt des Alters. Als ich mich am Aufzug nochmal umdrehe, sieht er mich an, ganz der verhinderte Therapeut. Aufmunternd, sagt er. Sie sind auf dem richtigen Weg. Sie machen das schon. Als ich unten vor die Tür des Zentrums trete, kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Sie scheint auf den einstmals so pompösen Bau. Ihre Strahlen brechen sich in einigen Scheiben. Die Fassade wirkt nun viel freundlicher. Auf der Sonnenseite schimmert sogar die alte Pracht auf. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, der alte Kasten. Strahlt der einzige Stolz der Gründerzeit nicht sogar noch immer eine gewisse Würde aus? Kopfschüttelnd über die Wirkmacht der Stereotype steige ich am Platz der Luftbrücke wieder hinab zur U-Bahn. Tja, so ist das wohl mit dem Alter. Sich der hergebrachten, oft negativen Bilder bewusst zu werden, ist der erste Schritt. Sie zu überwinden, dann der nächste. Alter bedeutet nicht gleich Verfall. Alter kann schillernder sein, als man denkt. Ist wie so vieles eine Frage der Einstellung, der Perspektive, des weiten, frischen Blicks und des genauen Hinsehens. Wie schön, dass Sie so genau hinhören. Das ist wirklich schön zu sehen, wie Sie nicken, wie Sie dabei sind. Sich also auch wiedererkennen. Ja, Herr Bednarz ist jetzt, es wurde ihm attestiert, auf einem guten Weg. Der führt ihn weiter durch die Lande und Sie unternehmen jetzt Ausflüge als nächstes in das deutsche Vereinsleben und benachbarte Gebiete. Neben der Sicht der Wissenschaft wollen Sie sich jetzt vertraut machen, zum Beispiel mit dem Alltag früh verrenteter Kohlekumpels im Revier, die jetzt Tauben züchten. Sie gehen zum Seniorentheater, ins Seniorenkabarett mit so sprechenden Namen wie Oldies but Goldies. Der Seniorenchor heißt Heaven Can Wait, sehr vielversprechend. Herr Bednarz, war da was für Sie dabei? Also das ist eine tolle Frage und das ist alles nicht so sehr abgesprochen, so die grobe Linie schon, die Frage nicht, aber sie ist wirklich deshalb toll, weil ich mir nicht sicher war, ob das was für mich ist. Und ich habe diese Leute mir angeguckt, einige sitzen hier heute Abend, Monika Gutte von Heaven Can Wait ist hier, ein paar andere habe ich gesehen, das ist ganz toll. Die Frau Schneider von New Generation, der Limo von den Seniortrainern, das ist wirklich toll, auch dieses Wiedersehen hier. Und ich bin auch bei denen ehrlich gewesen. Ich fand diese Seniorenleute mit dem Seniorenkabarett in Bagterheide klasse. Und dann sagte eine, komm, mach doch mit. Und dann habe ich gesagt, wie alt sind Sie? Und dann hat sie gesagt, 77. Und dann habe ich gesagt, da fehlen mir noch die paar Jahre. So. Und das finde ich auch wichtig zu realisieren. So, da muss man auch ehrlich sein. Und die Leute waren total klasse, wirklich alle, mit unterschiedlichsten Tonfällen dabei, aber alle klasse, weil sie verstanden haben, okay, der sucht, der guckt. Und okay, er sagt, er ist 60, die Kinder korrigieren ihn auf inzwischen 62, aber bis 77 sind dann noch mal 15 Jahre. Aber so wie die Einzelnen, die ich getroffen habe, damit umgegangen sind, war das große Klasse. Und ich würde mir wünschen, wenn ich 77 bin, als einer, der die kleine Bühne mag, wenn ich mit 77 noch fit und rüstig wäre, dass mich Oldies but Goldies nehmen. Und wenn meine Mutter nicht schon vor 60 Jahren gesagt hätte, der Kerl kann nicht singen, dann würde ich mich freuen, wenn Monika Gutte und Heaven Can Wait mich nehmen würden. Weil die strahlen so eine Energie aus. Und auch die Seniortrainer, die wirklich zu den Leuten gehen, die helfen, die beraten, die machen, die organisieren. Das ist einfach Bombe, das ist einfach Spitze, das ist großartig. Und das war für mich so eine Bereicherung, das nicht nur zu erleben für ein Buch, sondern zu erleben für mich. Das war großartig. Ich hatte trotzdem beim Lesen das Gefühl, dass es nicht nur die Jahre sind, die Sie davon trennen, sondern dass Sie womöglich doch zu einer ganz anderen Gruppe gehören. Das beschreiben Sie auch selber. Also wenn Sie da zur freiwilligen Börse gehen, bei Senior Expert Service Menschen finden, die sich in Entwicklungshilfe schicken lassen. Ich sehe Sie da nicht sozusagen. Sie selber sagen den schönen Satz,
Soll ich mich tatsächlich vom High-End-Magazin des Journalismus verabschieden, sehe ich mich im Rahmen meiner allmählich wachsenden Selbsterkenntnis weniger bei den Befreiten, das hatten wir, die froh sind, wenn sie nicht mehr Kohlen kloppen müssen. Ich werde auch kein Nachholer, der auf irgendeiner Bühne steht oder sich irgendwo in einem Deckchair lümmelt, das ist jetzt also die Kreuzfahrt. Und ich bin auch kein Anknüpfer, der seine Fähigkeiten in ein Ehrenamt einbringt. Ich würde lieber bei meinem Leisten bleiben und mich einer weiteren Kategorie von Ruheständlern zuordnen, den Weitermachen, also Arbeit als Option oder, wie das auf Neudeutsch heißt, die Second Career, nochmal ganz neu durchstarten, was Neues tun, aber durchaus mit den Gaben, den Talenten und Erfahrungen, die schon da sind. Zu diesem Thema Second Career haben Sie auch eine ganze Reihe von Experten befragt, die wir hier gut kennen, die zum Beispiel in der letzten Woche da waren, als wir das gerade genannte Projekt Zugabe gestartet haben. Mark Friedman, der in den USA Encore.org, also Zugabe.com, gestartet hat. Margret Heckel, Editionsautorin, die über das Alter schreibt, warum es nicht spannender war, älter zu werden. Marion Kopmann von Master Hora, Jutta Rump, Betriebswirtin an der Uni Ludwigshafen. Es ist Ihr Thema, glaube ich, das unterstelle ich Ihnen nicht nur. Was haben Sie noch Neues dazulernen können? Ja, ich glaube, jede Begegnung war was Neues. Bei Tesch Schrömer war es die Erklärung, wieso altert man über Nacht. Aber wenn Sie auf die Leute eingehen, ich will es vielleicht so sagen, das Buch hat im ersten Teil die Experten, die ich besuche. Tesch Schrömer war ein Beispiel dafür. Das Buch hat im eigentlichen Hauptteil, im zweiten Teil, den Besuch bei den Menschen, die alter leben. Das heißt, ich gehe wirklich zu den Befreiten, zu den Nachholern, zu den Ankünften, zu den Weitermachern und gucke immer, wo bin ich da ein Teil? Und das Schöne ist ja, dass ich diese Teile sehe, dass ich mit den Leuten über das Gespräch, dass die auch mit mir sehr geduldig und sehr einfühlsam immer führen, so ein bisschen sehe, wo verorte ich mich da. Und Sie haben das so nett pointiert gesagt zum Einstieg. Ein Kollege, der das Buch schon rezensiert hat, bei Crest.de, so einem Branchendienst, hat geschrieben, ja, Bettnerz nimmt sich da als Figur, aber es ist kein Bettnerz-Buch. Also ich möchte Ihnen die Sorge nehmen, dass Sie nun 270 Seiten lesen, wie Herr Bettnerz das Alter sucht und nicht findet. So. Sondern es geht darum, dass ich das als dramaturgisches Mittel nehme, um zu gucken, wo sind die verschiedenen Facetten. Und ich bin sicher, von allen Leuten, die hier heute Abend sitzen, wird jeder sich da verorten können. Und ist es auch spannend für Sie zu sehen, ja, was bin ich denn von diesen Kategorien? Die Silke van Dijk in Jena sagt so 6 verschiedene Arten von Befreiten, wie die damit umgehen und wie man die einordnen kann. Der Busy Talker, der tatsächlich Beschäftigte. Und ich glaube, es ist absolut spannend für jeden Alters zu gucken, ja, wo verorte ich mich denn da? Und der Bettnerz ist nur das Vehikel, wo Sie manchmal sagen, naja, wenn ich mich schon elend fühle, der ist ja noch eine ärmere Sau. Also so dann, da ist der Bettnerz gut. So. Oder wo man sagen kann, ach guck mal, wenn der das einräumt, wenn der die Sorge hat und sich nicht schämt, darüber zu schreiben, dann kann ich es vielleicht auch mit meinem Mann diskutieren, mit meiner Frau oder wir in unseren Kreisen. Das ist der Gewinn für Sie und das war auch der Gewinn für mich, diese Verortung da machen zu können. Der Bettnerz, muss ich hinzufügen, der erspart sich auch tatsächlich nichts. Er besucht auch 2 Psychotherapeuten, lässt uns sozusagen tatsächlich nimmt uns mit auf die Couch. Da finde ich, sind Sie ziemlich tabulos. Sie sind bei Professor Radebeul in Kassel, bei Professor Götz Mundle in Berlin. Die Erkenntnisse sind relativ bitter. Sie erfahren, dass eben weil Ihre Identität so stark über den Beruf läuft, Ruhestand tatsächlich nicht nur so von Ihnen empfunden wird, sondern einer narzisstischen Kränkung gleichkommt. Sie erfahren auch, das ist jetzt, glaube ich, wieder spannend für viele Leser, viele auch hier Anwesende, dass Sie das durchaus mit einer ganzen Generation teilen. Die 50- bis 65-Jährigen, die groß geworden sind mit diesem Leistungsethos der Nachkriegsgesellschaft, die definieren sich nicht nur als Männer so stark mit Arbeit, dass tatsächlich Ruhestand dann nicht ins Konzept passt, erlernt werden will, so wie Sie das tun. Und dann sitzen Sie jetzt tatsächlich auf der Couch. Und da habe ich auch nochmal gedacht, das ist eine richtig schöne Stelle, die habe ich mir richtig von Ihnen gewünscht. Meine Kollegen Jana Lunz hier aus dem Büro können es bestätigen. Als ich die Stelle, glaube ich, zum dritten Mal gelesen habe, musste ich wieder
einerseits vor Ehrfurcht sozusagen mich verneigen, aber ich musste auch herzhaft lachen. Also, Sie sitzen auf der Couch und Herr Mundle sagt Ihnen ins Gesicht, Sie wurden verwundet, Herr Bettnerz. Ja. Alles andere im O-Ton. Sie wurden verwundet, lieber Herr Bettnerz, durch das Alter, aber vor allem durch die Entwicklung in der Firma. Sie müssen sich das eingestehen, daran führt kein Weg vorbei, lieber Herr Bettnerz. Ich denke mir, oh, bevor er mir jetzt noch mit Trauerarbeit kommt, sage ich doch besser, niemand zwingt mich zu gehen. Niemand. Ich bemühe mich, nicht trotzig zu klingen. Aber die Botschaft, erwidert Mundle, die Botschaft, Herr Bettnerz, ist doch eindeutig. Sie sind in der Firma nicht mehr erwünscht. Sie bringen es nicht mehr. Sie nutzen uns als Firma nichts mehr. Der Baum trägt keine Früchte mehr. Er kann gefällt werden, den können wir entwurzeln. Er macht eine Pause. Ich sage nichts. Diese Verabschiedung, diese Entwurzelung, die hat es immer gegeben, lieber Herr Bettnerz. Zu allen Zeiten, für alle Menschen, in allen Lebensphasen. Auch Sie haben die schon erfahren in Ihren jüngeren Jahren. Ich gucke so, aha, mäßig. Früher konnten Sie allerdings leichter neue Wurzeln schlagen. Da gab es in Ihnen auch Neugierde auf Neues, ein Staunen über Entwicklungen. Diese seelische Lebendigkeit, die hat Ihnen geholfen, diesen Trennungsprozess besser zu bewältigen. Mit den Jahren aber vergehen die Neugier, das Staunen, der Kontakt zu dem, was wir unser inneres Kind nennen, der geht verloren. Damit vergeht unsere innere Lebendigkeit und unsere Freude auf Neues. Es vergeht mit den Jahren. Mein Gegenüber sieht mich an und ich schaue hinaus in die Baumkronen. Auch unser Alter, das Nachlassen unserer körperlichen Kräfte spielt eine Rolle. Unsere Fähigkeit, neue Wurzeln zu schlagen, half uns in jüngeren Jahren, die Herausforderung des Abschieds, die Beschwernis eines Neuanfangs besser zu bewältigen. Wir fühlten uns fit, waren kräftig genug, Veränderung als Möglichkeiten zu begreifen. Wir sahen die Perspektiven, die Veränderungen und wir öffneten uns dafür. Im Alter aber sind wir mit vielfältigen Verlusten konfrontiert. Der Verlust der beruflichen Identität wirkt daher noch schwerer. Ich denke an meine vielen Abschiede, die mir früher schon nicht leicht gefallen sind, und an den Verlust meiner körperlichen Fähigkeiten letzter Zeit, den ich mir mal endlich eingestehen müsste. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Wie viel innere Lebendigkeit bleibt denn da noch? Mundle zeigt hinaus auf die Bäume, deren grünen Kronen sich im Frühjahrswind wiegen. Schauen Sie auf das Kleine, lieber Herr Bettnerz. Entdecken Sie die Lebendigkeit im Kleinen, etwa in den Blättern da draußen. Meine Frau kann bezeugen, dass ich um des lieben Friedens willen selten widerspreche. Nun aber will ich meine Ungehaltenheit nicht unterdrücken. Ich verliere gerade meine Visitenkarte, meine Identität als der Mann vom wichtigsten Blatt überhaupt, ereifere ich mich. Ich sei beruflich, gesellschaftlich, im Großen und auch im Kleinen, im Großen und Ganzen und überhaupt. Ich sei sowas von erledigt. Und nun komme er daher und erzähle mir, ich solle meine Lebendigkeit in Platanenblättern wiederfinden. Wissen Sie, was das Gute an Therapeuten ist? Das Gute an Therapeuten ist, die bleiben ruhig. Egal, was man denen an den Kopf wirft, ganz ruhig.
Lieber Herr Bettnerz, in Ihrer Firma, in Ihrem Job sind Sie in einer Funktion. Sie sind Autor, schreiben Ihre Geschichten. Vielleicht haben Sie auch eine gewisse Position inne und vielleicht daher irgendwie so ein bisschen was zu sagen. Das gibt Ihnen Ihre Identität als der Mann von. Der Mann von. Er macht eine Pause, prüft meine Aufmerksamkeit. Ich bin voll konzentriert. Sie haben sich mit Ihrer Firma, Ihrer Aufgabe, Ihrer Funktion identifiziert. Über Jahre, Jahrzehnte. Das hat Ihnen Stabilität gegeben. Und auch Identität. Doch die Identifikation allein mit dem Beruf, die birgt die Gefahr, dass Sie Ihre persönliche Identität, Ihre Kernidentität vernachlässigen. Ja, vielleicht sogar beinahe verlieren. Verlieren Sie jetzt Ihren Beruf, dann stehen Sie da mit leeren Händen. Ich brauche die Firma nicht, halte ich ihm entgegen. Ich nicht. Ich bin nicht auf meine Funktion angewiesen. Ich kann sogar, wissen Sie was, ich kann sogar auf das Schreiben verzichten. Wissen Sie, was mir reichen würde? Mir würde reichen, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt das Auswärtige Amt anruft und mich als Experten brauchen könnte. Oder sagen wir eine PR-Firma, die ruft an und sagt, hören Sie mal, Ihre Talente, Ihre Visitenkarten, das ist uns was wert. Das wird mir reichen. Ich brauche die Firma nicht, ich brauche das Schreiben nicht. Mundle sieht mich an, wiegt den Kopf, gibt er mir recht? Er lächelt. Ja, das wäre eine schöne, narzisstische Aufwertung. Nach der Kränkung würden Sie das als ersehnte Wiedergutmachung wahrnehmen. Aber hätten Sie damit was gewonnen? So, ich meine, für sich selbst, innerlich. Ich mach. Und sag, dass mir es einfach gut täte. Aber innerlich hätten Sie damit nichts gewonnen. Würden Sie denn lernen, unter den neuen Bedingungen mit Abschied und Verlust bewusster umzugehen? Würde diese Kompensation zu einer Reifung führen? Nein, Ihr inneres Licht würde nicht heller leuchten. Sie blieben seelisch unbeteiligt. Ihnen würde weiter der Kontakt zum Schmerz des Verlustes fehlen. Ihnen würde weiterhin der Kontakt zu sich selbst fehlen. Ich schaue bedeutungsvoll hinüber zu den Plantanen. So wie der Professor das vorhin auch gemacht hat. Und sinniere laut. Klar, Blätter produzieren Sauerstoff und das wäre gut für mein inneres Licht. Mundle kann nicht lachen. Die Menschen, lieber Herr Bettnerz, die hierher zu mir kommen, haben jahrelang nur für ihren Beruf und gegen ihre persönlichen Überzeugungen gearbeitet. Wer hierher kommt, hat gegen seine eigenen Werte und Bewertungen gearbeitet, gegen sein eigenes Empfinden. Er sucht meinen Blick und er trifft mich auch. Ich denke wirklich an all die verlorenen, verborgenen, gebrochenen. Ich ahne, wie es in ihnen aussieht. Diese Menschen, lieber Herr Bettnerz, haben, ohne es zu merken, längst den Kontakt zu sich selbst verloren, bevor sie dann ihren Job verloren haben. Sie sind in Panik, weil sie sich mit dem Karriereende auch ihre scheinbare Identität auflöst, weil mit dem Karriereende ihre sogenannte Stabilität zusammenbricht. Ich schenke uns Wasser nach, obwohl beide Gläser noch voll sind. Danke. Ihr Glas ist unten.
Ja, ich glaube, Sie können erahnen, warum ich mir diese Stelle wirklich gewünscht habe. Die ist, die hat den Humor, aber die ist sehr ernsthaft und ich finde tatsächlich, Sie ersparen sich nichts. Das hat auch nachgewirkt, dieses Gespräch, oder? Ja, also ich war dafür sehr dankbar, aber ich will auch nicht unterschlagen, dass ich, als ich im wahren Leben, das ist das wahre Leben, aber jetzt in der Ganzheitlichkeit des Dieter Bettnerz, dass ich da in dem Moment auch tatsächlich jemanden aufgesucht habe und gesagt habe, Herr Doktor, sowieso, Sie haben hier in Blankenese eine Praxis, die sich damit beschäftigt, ein Kollege von Professor Mundle. Und ich brauche einfach jetzt jemanden, der mir mal hilft, klarzumachen, wie soll ich mich verhalten? Und ich finde das wichtig. Wenn man in anderen Beziehungen Schwierigkeiten hat und Zahnschmerzen hat, dann spielt man auch nicht den Taffen und sagt, das halte ich aus. Ich brauche keinen Zahnarzt, sondern geht man zum Zahnarzt. Und wenn man merkt, dass man vor so einer schwierigen Entscheidung steht und wenn man merkt, dass man aufgrund seiner persönlichen Entwicklung und Disposition eben nicht zu den Glücklichen gehört, die das wirklich so bewältigen und auch nicht zu jenen gehört, die es so weit verdrängen, dass sie sich gar nicht erst die Frage stellen, dann finde ich es wichtig, dass man das aufsucht, dass man die Experten aufsucht, dass man sich das selber eingesteht und dass man dann auch mit den Experten das bespricht. Insofern war der Mundle nochmal ein Sahnehäubchen auf die eigene Erfahrung, die ich vorher in einigen wirklich intimen persönlichen Stunden gemacht habe. Und ich bin auch übereingekommen mit meinem Therapeuten und Coach, dass ich nicht ihn nehme, sondern seinen Kollegen Mundle in Berlin, der auch in der Szene sehr anerkannt und sehr bekannt ist, noch über meinen eigenen privaten Coach hinaus. Und ich fand das auch wieder ein Geschenk, mit so jemandem noch mal 3-4 Stunden sitzen zu können, der auch diese Offenheit hat, das so zu erzählen und sich auch bereit findet, das zu machen, die Zeit freizuschlagen und dann auch mit einer Offenheit persönlich zu erzählen, der ich jetzt wirklich nicht vorgreifen will. Und das sollten wir auch nicht verraten, weil als ich dem Mundle sage, naja, hören Sie mal, Sie haben doch gut reden, gucken Sie mal hier Ihre wunderbare Praxis an, 1400 Quadratmeter, Kuhdamm, erste Etage, roter Teppich, dass Sie mir jetzt so kommen, ich soll das mal so und so aufarbeiten und so und das Lebendige in den kleinen Rauscheblättern da draußen sehen. So, und dann hat der Mann mir etwas erzählt, was mich so tief beeindruckt hat von sich selbst und von dem, was er erlebt hat, was er als Wendepunkt erlebt hat, wo er vor der Frage stand, welches Leben baut er sich wie neu auf. Und es ist nicht die Nummer dritte Zähne, vierte Frau, fünfte Kinder oder so. Nein, es ist wirklich eine ganz persönliche, individuelle Geschichte. Und diese Offenheit, die der Professor Mundle hat, die ich auch bei allen anderen gefunden habe, denen ich begegnet bin, das hat mich völlig fasziniert. Das war eine solche Bereicherung, weit über das Buch hinaus. Aber dass ich Sie daran teilhaben lassen kann, indem ich es dann auch aufschreiben durfte, das ist alles mit Genehmigung der entsprechenden Leute, denen ich das vorgelegt habe, geschehen. Das fand ich ganz toll, das fand ich ganz wunderbar. Wir wollen jetzt noch gleich zum letzten Experten auf der Magical Mystery Tour kommen. Aber vielleicht schon mal vorweg die Frage stellen, Sie haben sich ja am Ende entschieden, also die Tour hat ja auch zu einem ganz praktischen Ergebnis geführt. Wie ist das denn ausgefallen? Also ich habe mich vom Spiegel getrennt und der Spiegel sich auch von mir und das ist auch auf eine sehr würdevolle, tolle Weise geschehen. Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen und bin auch, ich habe ja gesagt, dreimal großes Glück gehabt, dazu gehörte dann der 1. Oktober 1981, als ich beim Spiegel angefangen habe. Die Gespräche waren schon ein bisschen vorher. Und damit es keine Missverständnisse gibt mit dem Markt und dem Auto, ich war mit dem Auto damals auf dem Weg zur Redaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, wo ich in vollem Lohn und Brot stand und alles gut war. Aber es waren zwei andere Bücher schon in jungen Jahren von mir zu Nahost erschienen und der Spiegel hatte davon gehört und suchte frisches, junges Blut, das ich damals darstellte. Und deshalb kam der Anruf. Und deshalb habe ich gesagt, nein, ich bin nicht auf dem Markt, ich suche nicht irgendetwas, sondern habe den kleinen Joke gemacht, ich bin mit dem Auto unterwegs zur Redaktion, um dieses Wortspiel so ein bisschen gleich mal zu zeigen, dass ich zu Wortspielen fähig bin. Und insofern ist das eine wunderbare, sehr friedliche, glückliche Trennung zwischen dem Spiegel und zwischen mir, aber es
ist der eine Teil, dass der Laden wirklich ein sehr sozialer, bewusster Laden ist, bei allem, was man noch kritisieren kann. Und der andere Part ist, glaube ich, wenn ich das sagen darf, dass ich mich auch geöffnet habe für dieses Modell und für die Möglichkeiten dieses Modells. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Insofern gibt das Buch wirklich mit den einzelnen Stationen auch meinen tatsächlichen Entwicklungsstand und meine eigene Entwicklung hin zu diesem, zu dieser Entscheidung gibt das dann auch wieder. Ja, dann steigen wir doch wieder. Also Sonderbeifall ist immer erlaubt im Kofferraum zu machen. Wir steigen aber wieder in der Chronologie ein, sozusagen nach den Therapeuten. Sie sind jetzt so weit, dass Sie bereit sind, loszulassen. Sie sind auf gutem Weg, jedenfalls sich sicher, den Sand nicht in den Kopf zu stecken. Und wenn Ihnen jetzt dieses Bonmot bekannt vorkommt, dann erinnern Sie sich vielleicht an Lothar Matthäus und dann sind wir schon genau in der richtigen Assoziationskette. Der letzte Experte, den Sie aufsuchen, ja, das ist vielleicht so kreativ wie vermessen, sich den überhaupt auszusuchen. Einen echten Weltmeister suchen Sie sich zur persönlichen Karriereberatung aus. Und das ist nicht Lothar Matthäus, aber die Ecke ist ganz richtig. Ein Weltmeister drunter macht es nicht, der Herr Bettnerz. Sie treffen einen, den hier alle kennen, von dem man, glaube ich, wirklich sagen kann, dass er es verstanden hat, bewusst mit gerader Haltung in einen ziemlich frühen Vorruhestand zu gehen. Er war genau 33, er war in Topform, er war Weltmeister. Ich glaube, niemand hat das Buch gelesen. Können Sie raten, wen Herr Bettnerz da noch aufgesucht hat? Das kann nur Lahm sein, kommt aus der ersten Reihe. Ja, es war Philipp Lahm. Ich weiß gar nicht, wie kann man zu Philipp Lahm einfach kommen? Ruft man an? Oder, also nein, man muss da vielleicht dazu sagen, dass auch die Geschichte, wie man als Autor auf Philipp Lahm kommt, ganz interessant ist. Denn auf Lesung wird man mehr gefragt, da sagen Leute oft, wir wissen, dass Sie lesen können wir auch selbst. Erzählen Sie auch mal, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Und man muss dazu sagen, weil es auch typisch ist, wie so ein Buch entsteht, wir sind mit Freunden, Carsten sitzt hier vorne in der ersten Reihe und ich grüße ihn ganz herzlich, sind wir in München unterwegs, auf dem Weg zum Wandern in Österreich. Meine Tochter Fanny, mein ganzer Stolz, ist große Fußballerin und hat gesagt, wenn wir in München sind, dann müssen wir bei Bayern München durchs Stadion gehen und da gucken. Und der Jans, der Sohn von Carsten, auch ein großer Fußballer und München-Fan, also war klar, wir machen da eine Zwischenstation und machen die Stadiontour. Und dann werden sie unten in die Katakomben geführt und es ist tatsächlich so, da sagt der Guide, der uns rumführt, ja, und da hängt das Bild vom Philipp, das kommt jetzt auch hinunter, geht der Ära zu Ende, geht zu Ende, so. Und ich sage, ja, das war der Einzige, der hat noch gespielt im alten Stadion und jetzt im neuen, oder der Philipp, ja, der Philipp und so. Und dann frage ich Carsten, weil ich wenig Ahnung von Fußball habe, was ist denn mit dem Namen? Ja, der geht jetzt ein Jahr eher raus mit seinem Vertrag und Bayern München. Ich sage, Mensch, ein Jahr eher aus dem Vertrag raus, der geht in den Vorruhestand. Der ist ja, der Philipp und ich, wir haben ja was gemeinsam. So. Und dann war so irgendwie der Gedanke da, Mensch, wenn das mit dem Buch was wirre, du bist mit Bernd Martin auf gutem Wege. Und wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, so im Januar, Februar, März, da kannst du auch ein Manuskript vorweisen. So einer wie Lahm wird sofort fragen, ne, wo soll ich denn da, wenn überhaupt, mit reinkommen? Dann sprichst du den Lahm an. So. Und dann waren wir im Skiurlaub. Ich habe mich bei Carsten nochmal vergewissert, soll ich das wirklich mal machen? Ja, der macht doch einfach mal. Schreib den nochmal. Also diese Ermutigung von Freunden braucht man auch, was natürlich voraussetzt, dass man so einen verrückten Gedanken auch mal mit jemandem bespricht, der einem dann auch in diesem Fall noch Mut macht. Und dann habe ich einen Brief an das Consulting-Büro von Philipp Lahm geschrieben. hinterher wurde mir gesagt, dass erst sein Manager Roman Grill drauf geguckt hat, dann noch jemand anders, aber dann auch Herr Lahm selbst. Und der hat gesagt, mich interessiert Alter absolut, das ist ein Megathema, demografischer Wandel. Und der ist ja mit seiner Stiftung auch sehr engagiert und wirklich nicht der normale Durchschnittsfußballer.
Und zwar nicht nur von seinen Weltmeisterschaftsfähigkeiten her, sondern auch wirklich, wie er sich auseinandersetzt mit den Themen, was das für ihn bedeutet. Entwicklung ist für ihn ein zentrales Thema. Und er ist ein absolut langfristiger Denker, der sich wirklich schon früh darüber Gedanken gemacht hat. Und dann gab es noch, wie das immer so ist, ganz viele E-Mails und 2, 3 Telefonate. Eins hat dann auch nicht geklappt, weil ich dachte, die rufen mich an und die haben gedacht, nein, der ruft uns an, wie das so geht. Aber dann kam es in Bad Aiblingen zwischen München und Starnberger See zu jener Begegnung, die ich auch im Buch auf den letzten 20, 25 Seiten schildere. Weil in Bad Aiblingen hat Philipp Lahm auf einem Campusgelände sehr viele Quadratmeter gekauft und da kommen seine beiden Firmen hin, die er inzwischen mehrheitsmäßig besitzt. Da kommt auch eine Agentur hin, in der er arbeitet und die er vertritt. Das ist also sein neues Leben. Und das fand ich völlig faszinierend, dass der gesagt hat, kommen Sie nach Bad Aiblingen, kommen Sie auf den Campus. Und tatsächlich, es hat gegossen. Ich habe mich so auf München gefreut. Habe gesagt, Hasi, oh, in München, 3 Tage, das ist so schön, auch mal raus hier aus Hamburg. Und in Hamburg war bester Sonnenschein und wie es so ist, in München hat es wirklich, Sie können es nachlesen im Kalender, man kann ja heute alles überprüfen und googeln, es hat nur gegossen und dann steht in Bad Aiblingen am Parkplatz jemand mit so einem Schirm und das ist der Philipp Lahm und sagt, guten Tag, Herr Bettnarz. Und das fand ich völlig rührend und faszinierend. Und dann erzählt er die Geschichte, dass er immer 2 Schirme hat. Und einen Schirm hat er vorher am Kindergarten einem anderen Paar gegeben, das seinen Sohn abgeholt hat, wo er auch seinen Sohn im Kindergarten hat und war den einen Schirm los. Aber Philipp Lahm, der immer für alle Eventualitäten plant und denkt, hat natürlich einen zweiten Schirm. Und mit dem zweiten Schirm sind wir dann über den Campus gegangen. Er hat mir sehr viel erzählt. Wir haben auch über Fußball gesprochen. Ich habe ganz viel gelernt über Rummenigge und auch Fußball. Was und, ja, wirklich. Es, für mich als einer, der von Fußball keine Ahnung hat, war das ganz großartig. Aber von den 4 Stunden, die wir bestimmt miteinander verbracht haben, das war der ganze Nachmittag, waren ganz viel und der Schwerpunkt das Thema Alter. Und dazu sind 7 Tipps, die der Weltmeister mir also gibt, die aus dem Gespräch herausgekommen sind. Und die ich mit seiner Genehmigung dann wirklich zu 7 Tipps nochmal zusammengefasst habe. Und welchen soll ich das lesen? Das ist die Idee, glaube ich, dass wir damit schließen, dass Sie ab dem 5. Ratschlag von Philipp Lahm, glaube ich, einsteigen. Es lohnt sich aber, alle zu lesen. 5. Rat. Bereits vor dem Ausklang des Berufslebens sollten wir uns konkrete Projekte suchen, mit denen wir den später frei werdenden Raum füllen. Bei der Suche nach diesen neuen Aufgaben kann uns der rote Faden unseres Lebens entscheidende Orientierung geben. Dennoch, durch die Stiftungsarbeit, sagt Lahm, habe er herausgefunden, was ihm zutiefst wichtige Projekte seien. Nämlich Projekte selber anstoßen, Verantwortung übernehmen, im Team gemeinsame Ziele verwirklichen, ja auch dieses Team führen. Aber eben, was ihm zutiefst wichtig ist, Projekte anstoßen, Verantwortung übernehmen. Der rote Faden seines Lebens. Einmal Kapitän, immer Kapitän, sage ich. Klar, sagt er, aber gemeinsam mit einer Mannschaft, mit der er sich identifiziert, die seine Werte vertritt, lebt und verkörpert. Entwicklung, Gesundheit, Achtsamkeit mit sich selbst und anderen gegenüber. Einmal Teamplayer, immer Teamplayer. Da ich aufgepasst habe, sage ich bedeutungsschwer. Identität. Ja, er muss sich identifizieren können. Damals mit der Nationalmannschaft, mit deren Werten, jetzt in der 2. Karriere mit den Aufgaben, mit den Firmen, mit deren Image. Heute in der 2. Karriere sind ihm Identifikation und Identität noch wichtiger als in der 1. So hat er Schritt für Schritt sein neues Leben gestaltet. 2015, ein Jahr nach dem WM-Triumph, erfolgte der Einstieg bei Sixtus. Das Familienunternehmen vom Schliersee stellt seit 1931 Körperpflegemittel aus ätherischen Ölen und Alpenkräutern her. 2017 engagierte sich Lahm bei der Firma Schneekoppe, die stolz darauf ist, seit 1927 einfach gesunde Ernährung zu verkaufen. Alle über 40-Jährigen hier im Raume
dürfte die Fernsehwerbung noch bekannt sein. Schneekoppe. Beide Firmen haben gewiss nicht die Strahlkraft von Apple oder Amazon, sind aber eingeführte, gut beleumundete Marken. So wie auch Philipp Lahm natürlich eine Marke ist. Zugegeben erster Güte sogar. Sixtus und Schneekoppe an seinen eigenen Marktwert heranzuführen, ist nun seine Aufgabe, seine nächste Weltmeisterschaft. Er ist zuversichtlich, den Titel zu holen. Die beiden Firmen stehen für seine Werte. Das sei, sagt Lahm, schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Und der Jubel der Massen? Den will er nicht verachten. Aber sehr entschieden sagt er auch, Verantwortung und Entwicklung sind mir wichtiger als Bedeutung. Sechster Rat. Spätestens in der zweiten Karriere sollten wir darauf achten, den eigenen Werten und Zielen gerecht zu werden. Ein Mehr an Identität und Erfüllung entschädigt für ein Weniger an Geld und Bedeutung. Irgendwann muss Philipp Lahm zurück nach München. Sein Sohn hat Training, Fußball, na klar, was sonst. Er selbst spielt ja hin und wieder auch noch mit alten Freunden. Im Windfang des Hotels zieht er seinen Schirm aus dem Ständer. Ich bedanke mich für die Zeit, die er mir geschenkt hat. Er gibt mir einen letzten Tipp. Ich nicke, klar, was sonst, wenn der Weltmeister einem einen Tipp gibt. Ein paar Minuten später am Gleis 2 des Bahnhofs Bad Aiblingen weht ein rauer Wind. Der Regen nimmt kein Ende. Macht nichts. Ich habe mich entschieden. Ein gutes Gefühl. Gibt Kraft. Macht widerstandsfähig. Ich pfeife auf den Regen und auf meine Ängste. Ich werde ihn verlassen, den Laden, der mir so viel bedeutet, der mir so lange vermeintliche Bedeutung gegeben hat. Nun muss die Firma ohne den Unersetzlichen klarkommen. Das wird sie auch. Locker. Ich muss jetzt meinen roten Faden suchen und ich werde ihn schon finden. Ganz sicher, da geht noch was. Ich sehe mich um auf Gleis 2 des Bahnhofs Bad Aiblingen. Schade, keine Blechbüchse, nirgends. Ich würde jetzt gern irgendeine Dose kicken, voller Elan, mit meiner ganzen Entschlossenheit, allem Mut erfüllt von meinem inneren Feuer. So. Und das ist jetzt der siebte und letzte Rat des Weltmeisters gewesen. Irgendwann ist genug trainiert, genug geübt, genug vorbereitet, genug besprochen. Dann musst du raus auf den Platz. Du weißt, was du kannst, du weißt, was du willst. Du wirst dein Bestes geben mit aller Leidenschaft. Anpfiff, Anstoß, hier und jetzt. Wir neuen Alten gehen in keine Nachspielzeit, in keine Verlängerung. Wir reden auch nicht von Zugabe, jedenfalls nicht von dieser lamoyanten Zugabe und schon gar nicht von Restlaufzeit. Wir eröffnen ein ganz neues Spiel. Anpfiff, Anstoß, los jetzt. Wir sind noch zu jung, jedenfalls zu jung für alt. Ich bereue ja, dass wir keine Blechdose besorgt haben. Auf die Idee hätten wir kommen können, Bernd. Aber die Frage muss, glaube ich, noch angestellt werden. Was ist Ihr roter Faden? Was ist Ihr neues Spiel? Also ich glaube, dass ich mit dem Schreiben gut war und ich glaube, dass ich gut darin war, für den Spiegel Leute zu erschließen, Kontakte zu knüpfen. Sonst kommt man nicht zu den Leuten, zu denen ich für den Spiegel gekommen bin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt zu den Leuten zu gehen mit dieser Botschaft, die da ist und die ich gerade vorgetragen habe, für die dieses Buch steht. Ich weiß nicht, es gibt keinen definierten Job des Altersbotschafters, aber es ist mir einfach wichtig, diese Botschaft hinauszutragen und ich glaube, ich bin da auch authentisch. Es ist etwas, wo ich so, wie ich hier stehe und sitze, niemandem hier was vormachen muss und auch mir selber nicht. Und deshalb glaube ich und wünsche ich mir natürlich auch für mich, ganz egoistisch, dass es nicht nur viele Leute gibt, die das Buch kaufen, sondern dass es auch Menschen in Firmen gibt, die sagen, Mensch, den lassen wir mal zu unseren Leuten reden und mit unseren Leuten reden. Nicht nur zu denen, sondern auch mit denen. Dass es viele Kreise gibt, die sagen, kommen Sie mal vor
und singen sie vor für eine warme Suppe und weil ich konsumorientierte Kinder habe, vielleicht auch für Hartgeld-Euro. Aber in jedem Fall geht es mir darum, diese Botschaft und das Volk zu bringen, unter die Menschen zu bringen. Und das muss ich nur mal kurz unterstreichen, das ist nicht einfach ein guter Wille, sondern Sie haben eine Lesereise geplant, wie wir sie, glaube ich, in der Edition Körperstiftung auch noch nicht gekannt haben. Sie haben wie viele Termine wie vielen Wochen? Nein. Bis zu 3 Termine täglich? Also das Interessante ist ja, dass die Anfragen auch an uns herangekommen sind, an die Körperstiftung, auch an mich und auch an meine Lesereiseagentin, die Eva Fitzner, die das ganz wunderbar macht, die mich auch schon seit der Wickelfront betreut. Und es gibt schon 22 ernsthafte, festgesetzte Termine, wo ich zum Leidwesen meiner Familie ab dem 1. Oktober, also eigentlich ab der Buchmesse, dann unterwegs bin. Und die AIDA hat für die Reise, das ist natürlich ein kleines, ist natürlich nicht harte Arbeit, sondern auch große Freude, hat gefragt, ob ich vom 13. bis 23. von Hamburg nach Mallorca so eine Spanien-Rundfahrt mache. Da haben Sie das einfach auf sich genommen. Und hier auch aus diesem Buch ganz neu lese. Und es gibt auch eine Weltmeere-Premiere für dieses Buch dann auf der AIDA. Und ich finde das ganz toll, dass es eben keine Scheu gibt, dieses Thema anzugreifen, sondern dass dieses Thema sich wirklich einer großen Nachfrage erfreut. Und absolut, da würde ich gerne wirklich mit dieser Botschaft zu alt für jung. Dieter Bettner, zu jung für alt. Zu jung für alt an den Menschen. Der Altersbotschafter ist auch noch mal bei der Körperstiftung zu hören, am 5. November, nämlich im Haus im Park, also unserem zweiten Hamburger Sitz in Bergedorf. Und wenn Sie das Buch weiterempfehlen wollen, die Lesereisetermine für alle Bekannten, die Sie haben in der Republik, sind auf der Homepage der Edition Körperstiftung. Und dann wollten Sie, glaube ich, ich wollte noch etwas sagen, muss jetzt aufpassen, dass mir die Stimme nicht wieder versagt, wie vorhin, als ich die Liebe zu meiner Frau noch mal öffentlich machte. Denn hier im Publikum sitzt jemand, der mir ganz wichtig ist, der auch in der Danksagung erwähnt ist, nämlich meine Schwiegermutter Hannelore Göttling-Jacobi, die mit 85 Jahren wirklich noch so toll ist. Die hilft uns zu Hause mit den Kindern. Die geht ins Internet und macht ihre Stammbäume und bringt die zusammen. Also ich habe gesagt, Hannelore, bei vielem möchte ich dir ja nicht folgen. Aber bei deinem Umgang mit Alter, da möchte ich und wünsche ich mir mit 85 so den roten Faden gefunden zu haben wie du und noch so fit und lebendig zu sein. Und deshalb wollte ich mich bei Hannelore. Also ist gutes Alter nicht zuletzt auch eine Frage guter Vorbilder. Wir haben sehr viel gelernt, wir haben einen schönen Abend gehabt. Sie wissen, dass im Körperforum gibt es eigentlich immer noch mal Frage und Antwort. Wir haben gedacht, wir füllen das anders aus. Wir haben die Chance, hier miteinander ins Gespräch zu kommen über das Thema oder mit dem Autor. Herr Bettnerz wird jetzt sofort an den Signiertisch gehen. Er wird auch Hilfe haben aus der eigenen Familie. Lilly, Fanny und Rosa begeben sich jetzt nach hinten. Geht schon mal los. Und ich glaube, er ist auch bereit, zu signieren, sehr persönlich und Fragen zu beantworten. Wie und das denken Sie daran, aussehen. Weihnachten steht vor der Tür. Ein ideales Geschenk. Zu jung für alt, Dieter Bettnerz. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.